Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Let's Plays beziehungsweise unseres Let's Plays. Ich möchte gern erstmal vorneweg sagen, einen herzlichen Dank für diese Interaktion auf dem ersten Video. Ich bin Wahnsinn, ich hätte das nicht erwartet. Ich war mir sicher, da kommen 6, 7 Views und dann war es das. Und wenn ich Glück habe, ein, zwei Abonnenten, wenn überhaupt. Es kam ganz anders. Ich habe jetzt 32 Abonnenten, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Mega geil, Leute. Ich feiere das so sehr. Und da sind auch noch Kommentare da. Was ja noch krasser ist, weil man erwartet das gar nicht. Man startet ein Projekt aus Jux und Dollerei und denkt sich dabei, ach, mal gucken, was daraus wird. Und das kommt so gut an. Und dafür möchte ich euch wirklich herzlich danken. Ja, es ist ein kleiner Kanal, aber das ist egal. Für mich zählt es und das ist das Einzige, was zählt. So. Danke dafür. Und jetzt würde ich sagen, jetzt tauchen wir ab in unsere kleine, wunderschöne Minecraft-Welt und schauen uns mal an, was Status Quo ist. Und da sind wir auch schon wieder. Ach, das Häuschen ist immer noch potthässlich, aber es erfüllt seinen Zweck. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob wir hier überhaupt bleiben sollen. Die Insel hat zwar eine schöne Größe, ein bisschen grünes Zeug haben wir auch, also Gras in dem Fall. Aber ich weiß nicht, ob sich nicht hier drauf vielleicht besser ein Leuchtturm machen würde. Wo ist mein Düd? Düd, Düd, Düd. Wo ist Düd? Düd weg. Oh nein, er hat uns verlassen. Ne, da ist Düd. Ja, Düd ist noch da. Okay, es ist cool, es ist cool. Okay, pass auf. Wir haben heute ein paar To-Dos zu tun. Also, es geht ja nicht nur darum, dass ich mich hier bedanke und ich kann nichts anderes hier machen, außer hier quatsche und keine Ahnung und so weiter. Hä? Okay, so. Also, To-Dos für heute. Weil letzte Folge ein bisschen zu lang. Naja, egal. Ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen, was eine vernünftige Länge ist, wie viel ihr schaut. Aber das war ja mein First Try sozusagen im Gaming-Bereich und das war ein bisschen zu lang. Also, To-Dos sind erstmal Eisenbacken. Hatten ja ein paar schon gefunden. Gott sei Dank, weil es steht ja immer noch die Devise, Tiere werden nicht geschlachtet. So, man sieht Leben. Fast tot. Er hat gerade so die letzte Folge überstanden. Und das ist schon der erste To-Do, den wir machen. Und zwar werden wir uns darum kümmern, ein bisschen Nahrung ranzukriegen. Und ja, damit der gute Kerl hier noch überlebt, weil auf hart ist es ja so, dass der Kerlchen ja auch mal verhungern kann. Und das wollen wir nicht, weil das wäre ein bisschen blöd und das ist zu früh für zu sterben. Möchte man vermeiden. Ich habe hier so eine kleine geile Liste da unten liegen. Was habe ich noch drauf stehen? Ein Bett bauen. Und genau deswegen habe ich auch das Eisen gerade eingeschmolzen, damit wir die Barren kriegen. Super, sind gerade fertig. Das nehmen wir uns mal mit, weil wir töten ja keine Tiere und wir brauchen ja irgendwie Wolle. Das bedeutet, wir müssen uns erstmal eine Schere machen. Und da ich ja schon zweimal hin und her geschwommen bin, machen wir uns in dem Fall auch mal ein Bötchen. Das ist sehr gut. Okay, ein bisschen Zeug können wir noch hier lassen. Ich glaube, weiteres Eisen brauche ich nicht. Den Andesit brauche ich auch nicht. Die Slabs brauche ich auch nicht. Eine Tür brauche ich definitiv nicht. Das Glas brauche ich auch nicht. Ein Setzling, Schwarzeichensetzling, brauche ich auch nicht. Definitiv zurzeit nicht. Die Erde nehmen wir mit. Man weiß ja nie, wie oft man bauen muss. Deswegen, und ich überlege, weil wir Essen machen werden. Nee, nee, wir fahren einfach mal los. Wir gucken mal, ob wir wiederkommen oder nicht. Oder. Moment. Wenn ich jetzt losfahre, weil es geht ja ums Essen. Und da steht dieser braune Pilz. Den roten haben wir ja schon. Habe ich nicht dabei. Somit müssen wir unbedingt gucken, dass wir Schalen rankriegen, weil wir erst Suppen machen wollen. Holz habe ich ja schon, wunderbar. Schalen war, soweit ich weiß, 3 Stück. Dann machen wir uns mal 8 Stück davon. Das wäre schon nicht schlecht für den Anfang. Die kann ich mal dorthin legen. Und dann sollte ich vielleicht auch den roter Pilz mitnehmen. Sprachen lernen, Bubble. Weil das kann ja keine Suppe machen, wenn ich keinen Pilz dabei habe. Okay, so. Ein dritter Punkt, der noch auf der To-Do-Liste steht, wäre tatsächlich hier vielleicht mal so ein bisschen zu erkundigen, was wir hier so alles vorfinden. Und ja, ich hoffe aber auch, dass wir zügig ein Schaf finden. Wir werden uns als allererst mal darum kümmern, diesen Pilz abzubauen, weil ich muss tatsächlich gucken, dass meine Lebensleiste ein bisschen in die Höhe geht, weil er ist sehr stark angeschlagen. Und das möchte ich auf jeden Fall gerne wieder hinkriegen, dass das nicht der Fall ist, dass der gute Kerl uns wegstirbt. Und somit könnte es. Oh, yes! Hallo, Schäfchen!
Da seht ihr, Leute, einen Plan. Und wir setzen in die Tat um und killen das Ding nicht, sondern wir scheren es. Juhu! Eine Wolle hätten wir schon, finde ich sehr gut. Hast du noch Freunde hier? Auf Anhieb nicht so. Wir gucken aber mal erstmal, dass wir diesen Pilz da reinkriegen, weil das ist lebensnotwendig und auch überlebenswichtig. Sonst sind wir ja schon gleich tot und ich möchte ja nicht. Vor allem hier können ja auch, soweit ich weiß, Creepern spawnen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil je nachdem ist es ja eine gewissere dunklere Ecke. Und da können die ja schon gern mal spawnen. Und ich glaube, jetzt noch ein Creeper oder irgendwie ein Zombie, den wir nicht Meister werden. Oder ein Skelett. Ein Skelett wäre noch viel schlimmer. Dann ist hier nur noch Schicht im Schacht, ne? Und das wollen wir definitiv nicht. So, ich baue den mal schnell noch ab hier. So, das hätten wir gemacht. Jetzt sammeln wir die schönen Pilze mal ein und gucken mal ganz schnell, dass wir ein Crafting Table reinkriegen. War da noch einer? Yep, da ist noch einer. Da sind noch mehrere. Super Place to be. Natürlich Crafting Table verloren, aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja Holz dabei. Somit machen wir uns eine neue Werkbank. Ey, das ist sowas, ich bin mal sicher, die stehen nachher überall rum. Überall, überall. Ganz, ganz gesichert, weil das ist so, keine Ahnung. Werkbank dabei? Nö. Okay. 8 Stück wollen wir machen, ne? So, und dann essen wir direkt mal was. So, die zweite direkt hinterher, damit der Kerl schon mal heilt. Sich heilt, also ganz wichtig. Wir wollen ja nicht, dass er hier stirbt. Und dann verfolgen wir direkt mal Punkt 2, und zwar das Bett. Ach, wie süß sieht das aus mit dem Häuschen. Ach, ich weiß es nicht. Soll man da was anderes drauf bauen? Irgendwie auch nicht, ne? Oh, das ist süß. Das Boot lassen wir dort stehen, in der Hoffnung, dass wir es wieder... Ich habe letztes Mal gesagt, ich möchte Birkenholz haben. Und was sehen meine Augen da? Birkenholz! Das nehmen wir dann mit, wenn wir wiederkommen. Wir gehen erstmal hier über den Hügel und schauen mal, ob wir hier irgendwo noch ein Schäfchen finden oder zwei. Das wäre sehr cool. Mhm. Was haben wir denn hier? So eine kleine Plains irgendwie. Oh. Kürbisse! Hello, hello, my friend! Die nehmen wir definitiv mit. Ich brauche die zwar nicht fürs End. Also, ja, es ist okay, damit reinzugehen, damit man kein Problem mit den Endermans hat. Ach, hier ist ja alles, ne? Schwänchen, Dudes, viele Dudes, hello Dudes. Ihr seid keine Dudes, weil Dudes ist meine Schildkröte. So. Und ihr, ist alles Kühe. Ach, das ist geil. Das sind noch mehr Birken, Pilz noch, dann noch ein Pilz. Oh, ein kleiner See. Schnuppi, Schnuppi. Oh, das ist schon richtig geil. Oh, da liegt noch einer. Den nehmen wir mit. Und dann gehen wir mal. Moment, wo sind denn jetzt die Schafe hin? Ach, da. Okay. Die holen wir uns jetzt noch. Die richtige Taste drücken. Ich drücke so immer die Tastatur. Die ist schon groß. Und ich bin immer so gewesen auf einer Mac-Tastatur. Und da sind die Tasten wesentlich näher beieinander. Und dann. Ah, oh, jetzt hau ich den auch noch. Entschuldigung, Mann. Ach, nee, nee. Und da bist du noch so gnädig. Die hat mir einfach mal 3 Wolle gegeben. Es tut mir wirklich leid. What? Wir sind ein geiles Schaf, Mann. Ich würde dich auch nicht mitnehmen. Okay, Wolle haben wir genug. Finde ich sehr gut. Okay, ich esse direkt mal noch eine Suppe, damit wir hier kein Problem kriegen. Super. Werkbank hinstellen und dann bauen wir uns mal direkt ein Bett. Ich könnte schon direkt 2 machen. Das ist so krass. Das ist wirklich so krass, ey. Oh, cool. Ich weiß nicht, also ich möchte wirklich keine Tiere töten, deswegen ja auch die Schere. Hier noch direkt ein bisschen mehr Wolle mit. Ich weiß aber nicht, ob nicht irgendein Achievement irgendwann ist, wo man dann tatsächlich die Tiere auch töten muss. Ich möchte es ungern machen, aber wenn man so sieht, wie ich gerade schon gespielt habe, glaube ich, wird mir das noch ein bisschen öfters passieren, dass ich die haue und höchstwahrscheinlich früher oder später mal eins ab... Was seid ihr für Superschafe? Hey, du? Können wir Freunde sein? Ne? Okay. Ja, ich habe die gehauen. Okay, ciao. Bühne haben wir auch. Okay, hier haben wir noch einen Pilz rumstehen. Den könnte ich auch noch abbauen. Was haben wir denn? Roter Pilz habe ich nur 2. Die anderen 7, da stehen noch ein paar rum. Habt ihr das gesehen? Da schwimmen Delfine drin. Das ist ein See. Mal, du bist kein Süßwasserfisch, weil du bist gar kein Fisch. Da, seht ihr? Da. Da ist er. Aber du bist doch voll falsch hier. Noch mehr Dudes. Fische, hier ist alles drin. Oh mein Gott, ich gehe hier raus. Fällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Nee. Ja, Hühner haben wir auch, finde ich gut. Ich möchte hier noch gern ein bisschen ernten. Pass auf, machen wir mit dem Block. Super.
Pass auf, ich nehme den mal weg und mache es mit der Hand. Weil ich brauche ja auch Weizen. So, und Weizen finden wir ja gewöhnlich hier in diesen Feldern. Also in diesen Gräsbüscheln. War mir einen Tick zu laut. Ich habe es ein bisschen leiser gestellt. So, hoffe, ihr habt das nicht gemerkt. Weil sonst ist das blöd. So, ich bin hier ein bisschen Gras killen, töten, abschneiden. So, nee, den Rasen mähen. Rasenmäher in Minecraft gibt's nicht. Okay, ich verstehe, ich übertreibe wieder. So, ich brauche ein paar Samen. Und die kann man nur kriegen, indem dass man hier das Ganze abbauen. Und das mache ich jetzt mal. Ja, wir sollten noch gleich mal schlafen. Ich möchte natürlich nicht jede Nacht skippen, aber ich glaube, so am Anfang, weil wir noch gar keine Rüstung haben, wäre das vielleicht gar nicht so. Mega Jump. Whip. Nice. Easy, Zweier Jump. Das ist gar kein Problem. Aber am Anfang möchte ich tatsächlich gern ein bisschen skippen, weil ich wirklich gar keine Rüstung habe und ich möchte ungern irgendwie sterben. Oh, du Huhn, hast mich erschrocken. Ja, ist mir klar, dass das dein Job ist. So. Das haben wir jetzt 29, damit können wir auf jeden Fall schon mal gut arbeiten. Jetzt überlege ich natürlich, wenn ich hier ein bisschen frei mache. Ich habe zwar jetzt nicht genug Eisen, ich habe gar kein Eisen dabei, sonst hätte ich mir jetzt einen Eimer gecraftet. Ey, really, direkt zwei. Okay. Boost Mode. Schon wieder was tot. Ich muss unbedingt meine Kampfskills erhöhen. Das geht so nicht. Okay, wir sollten einfach mal chillig noch nicht schlafen, so in der Natur. Gehört sich doch so. Hoffentlich greift das keinen an. Wow. Komm. Oh jo, was geht denn ab mit dir? Jetzt sind wir wieder auf Start. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Ah, Menno, Lamello. Aber egal. Ja, muss natürlich ein bisschen warten. Das Bett lassen wir mal einfach mal kurz so stehen, insofern ich sterbe, dass ich einen kleinen Spawnpunkt hier habe. Wir sind ja direkt hier um die Ecke zu unserer Insel. Ich dachte, da steht unser Haus. Aber nein, ich kann neue Sachen craften. Finde ich sehr gut. Da steht ein Creeper. Okay, ich hätte gerne das Gunpowder von dem. Beziehungsweise das Schwarzpulver. Komm mal hier. Nein. Vor allem mit so einem Billo-Schwert hier, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, dich lasse ich leben. Boah, wie cool das teilweise hier aussieht. Hier können wir auch ein Höhlenhaus bauen. Also so ein Berghaus. Da ist Kohle. Ja, ich wollte ein bisschen erkunden. Bett habe ich ja schon. Essen haben wir auch schon ein bisschen gefunden. Ich sollte aber vielleicht trotzdem irgendwo ein kleines Feld ansetzen. Noch ein Ei. Die Tiere werden wir natürlich auch kultivieren, nenne ich es mal. Hä? Nein, züchten. Wir werden sie natürlich aber nicht umbringen. Obwohl ich dabei... Ja, ist ein bisschen schwierig. Wenn wir Pfeile rankriegen irgendwie durch... Ah, da ist das Feuchtsinn. Also wenn wir Pfeile rankriegen irgendwie durch einen Skelett-Spawner oder durch Traits oder so, ist das später ganz okay. Aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das nicht machen. Oder vielleicht die Überlegung zu behalten, dass wir irgendwelche Federn von denen kriegen oder so. Das würde wieder bedeuten, wir müssen sie töten. Und das möchte ich an dem Fängt nicht so wirklich. Naja. Hier haben wir eine Höhle. Birkenholz. Mit dem das Holz. Komm Leute, wer von euch wollte jetzt da reinlaufen? Natürlich jeder. Aber ich habe noch was anderes gesehen. Habt ihr höchstwahrscheinlich auch schon gesehen? Zuckerrohr. Hier, Zuckerrohr. Da können wir uns geil aufdopeln mit Zucker. Mega geil. Direkt mal Zuckerrezept freigeschaltet. Lecker, lecker, lecker hier, ne? Noch ein Schweinchen. Also Tiere haben wir unfassbar viel hier. Vielleicht noch ein bisschen Zuckerrohr hier um die Ecke. Mal gucken hier. Ne, ist ein Fluss, das finde ich aber auch schön. Lass uns mal hier noch hochgehen. Und dann schauen wir, was mal dort noch hinter der... Noch mehr Tiere! Boah, ich wette mit euch, die spawnen nur, weil die wissen, dass wir uns hier rein vegetarisch ernähren wollen. Okay, ist auch richtig was los. Da hoch, ab. Schöne Welt. Boah, das ist eine ganze Hügellandschaft, ne? Ich wette gern... Birkenholz hier, die kann ich noch mitnehmen, die hier. Also ich möchte mir eine... Danke. Crafting Table mal hinsetzen. Dann machen wir uns schnell hier noch eine Axt, weil ich möchte gerne Birkenholz mitnehmen. Habe ich ja in der ersten Folge erzählt. Ich bin so ein riesiger Fan von Birkenholz.
Und ich glaube, damit werden wir auch das Häuschen auf der Insel bauen. Insofern wir es dorthin bauen. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir die Insel bauen, also nutzen sollen, für unser Haus zu machen. Oder ob wir es nutzen sollen, um tatsächlich, okay, steht frei, um tatsächlich vielleicht, ich weiß nicht, einen Leuchtturm draufzusetzen oder irgendwie sowas ähnliches. Weil ich weiß halt nicht, wie das dann so wird mit der Zeit, wenn wir dort Villager haben und Co. Die sind ja schon ein bisschen nervig zwischendurch, aber ja. Gut, ich nehme noch ein bisschen Leaf mit. Also Blättern. Weil damit kann man ja wunderschön bauen. Aber auch nicht so viel, weil, ne, wir wollen ja gemütlich hier starten. 18 Stück. Könnten vielleicht noch ein paar mehr sein, aber ich bräuchte hauptsächlich auch Setzlinge. Ja. Weil ich möchte Birkenbäume anpflanzen. Hier habe ich noch eine Birke stehen, die kann ich auch noch direkt mal mitnehmen. Weil ich das Holz so schön finde. Es ist schön hell. Eiche mag ich auch, aber diese Schwarzeiche, die ist mir ein bisschen zu dunkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht so irgendwie aus wie so ein, halt nur mal ein Fleck in der Landschaft. Okay. Aber in Kombination mit den anderen Hölzern ist sie natürlich auch sehr, sehr, sehr schön. Hier steht noch eine, die nehmen wir auch noch mit. Also ich muss sagen, ich bin immer noch sehr zufrieden mit unserem Spawn, den wir haben. Natürlich werden wir auch einen kleinen Bauernhof anlegen. Da habe ich irgendwie Lust drauf, auch wenn wir die Tiere ja nicht essen. Wir können sie ja trotzdem aus Nutztiere nutzen, ohne sie dann zu nutzen. Außer Hühner, die Eier, die können wir ja essen. Hä? Ja, das glaube ich, das geht durch. So. Hier müssen wir trennen. Sonst despawnen die nicht. Und in der Zeit, wo wir hier warten, bis hier alles despawnt, möchte ich mich tatsächlich nochmal bei euch bedanken. Also ich wäre, wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass ich so eine Reaktion auf das erste Video bekomme. Finde ich mega cool und auch für die Kommentare. Da möchte ich auch gerne mal auf das eine Kommentar oder das andere eingehen. Und zwar wurde mir geschrieben, ich sollte doch vielleicht den Spielsound zum Nutzen vom Spiel. Da gibt es aber zwei Probleme dabei. Das eine Problem ist, dass ich... Muss ich mal was essen? Das eine Problem ist halt das Problem mit der GEMA, weil diese Titel sind ja geschützt im Endeffekt. Und ich weiß halt nicht, inwiefern die Urheber von diesen Tracks halt irgendwie klagen oder nicht. Das heißt, das möchte ich deswegen schon mal vermeiden. Und ein anderer Punkt ist tatsächlich, ich kann das halt mit den Originaltracks, die hier drin sind, nicht dieses Feeling rüberbringen. Natürlich, wenn ich alleine für mich so spiele, ist das natürlich immer sehr idyllisch, es ist sehr schön und es macht auch Spaß und es ist unfassbar harmonisch, diese Musik im Spiel. Da ist noch ein Setzling, wie viel habe ich jetzt? 3. Also mindestens 2 möchte ich noch gern haben. Oh, hier steht auch noch gut Birkenholz rum. Aber wie bereits gesagt, ich kann das halt nicht so vermitteln, diese Emotionen, die ich gerne hier im Spiel hätte. Wie auch, Dudi Dude, geht's? Du bist kein Dude. Geht's dir gut? Ja, ne? Toll hier, ne? Also gute Welt. So, und das kann ich nur machen, indem dass ich andere Musik einbringe. Weil die Caves schalten nicht um, wenn ich in der Cave bin. Hier draußen habe ich die Musik nicht, wenn ich hier draußen bin. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was halt nicht geht. Und wenn ich in irgendeinem Fight bin, möchte ich auch gerne so richtige Fight-Musik haben. Ich weiß, mit der Musik ist auch immer... Ah, da liegt noch einer. Es ist ein bisschen schwierig, immer so das Richtige zu treffen für jeden. Aber da werden wir uns einigen mit der Zeit, ne? Also ich habe Verständnis, dass ihr sagt, nee, Originalton ja, aber das funktioniert leider so nicht. Das ist Kohle, die geben wir uns holen. Kohle geben wir uns holen. Ich möchte gerne in der nächsten Folge, also zu den Folgen wollte ich auch noch was erzählen. Was habe ich nie gemacht? Zu den Folgen wollte ich auch noch was erzählen. Die erste Folge war ja schon sehr, sehr lang. Das liegt aber daran, dass ich null einschätzen konnte, halt wie die Leute es so mögen. Und ich weiß es jetzt auch noch nicht, aber ich glaube, es ist besser für den Kanal, wenn ich kürzere Folgen mache. Aber im Umkehrschluss will ich versuchen, mehrere Folgen die Woche zu machen. So jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag, wie ich es halt schaffe, ein Video zu produzieren, weil das Produzieren an sich geht ja immer schnell. Aber das Schneiden dauert halt unfassbar lange. Die sind jetzt Blümchen, die möchte ich auch mitnehmen. Mag Blümchen? Danke. Pam. Farbstoff und außerdem für Blümchen für die Insel, so ein bisschen Deko, ne, darf man nicht vergessen. Es klingt so blöd, aber allein diese Blümchen, die machen das Spiel so unfassbar schön nachher. Oder wenn man was baut, man kann halt 0815 bauen, so wie ich. Das Haus da hinten. Oh, hier ist eine Höhle. Hier ist tatsächlich eine Höhle. Gehen wir mal gucken. Oh, Lavasee. Nice. Super geil, super geil. Weil den können wir direkt mal nutzen, für ein Portal zu gießen. Wir werden aber so schnell noch nicht in den Nether gehen. Ich möchte mich gerne ein bisschen vorbereiten. Wie gesagt, ich möchte ungern sterben. Es ist kein Hardcore-Let's Play.
Könnten wir auch irgendwann mal starten. Da hätte ich richtig Bock drauf. Machen wir so Staffeln. Season 1, Season 2 oder irgendwie sowas. Aber das hier ist schon richtig... Nein. Oh nein. Es ist die Fledermaus da reingeflogen. Ah, jo, diese Tiere, ne? Die Minecraft-Tiere, die tun mir teilweise so leid. Und das Geilste ist, die ja vor einen laufen und man haut da voll, sag mal, den Block hier ab und dann, pam, kriegen sie eine ab. Und man wollte sie gar nicht schauen. Und das ist halt immer ein bisschen, naja, ja. Gut, jetzt bin ich in der Höhle hier drin. Jetzt bin ich ja schon fast am Caven. Nächste Folge gucken wir uns ja. Wir nehmen das hier mit, gehen wir wieder zurück zu unserer Insel. Wir müssen noch schnell das Bett dann mitnehmen. Weil dann möchte ich auch die erste Folge schon beenden. Und ich hoffe und bin auch mal sehr gespannt auf eure Feedback, besser gesagt, wie ihr es so findet. Eine kürzere Folge, diese hier war auch natürlich ein bisschen langweiliger. Aber das ist nun mal so, ne? Das ist, nicht jede Folge kann hier ultra hardcore reingehauen sein und ich weiß nicht was alles. Das geht einfach nicht, ne? Es soll ja ein langwieriges Let's Play werden, es soll Spaß machen. Wir wollen hier eine geile Community aufbauen und auch was erleben auf dieser wunderschönen kleinen Minecraft-Insel. Und ich bräuchte unbedingt mal einen Namen für die. Hier ist ein roter Farbstoff, habe ich zwar schon, aber die hier habe ich noch nicht. Die nehme ich mir noch mal mit. Pam, pam. Also ich bin nach wie vor mega begeistert von dem Startseed. Das ist... Oh mein Gott. Man kann es wesentlich schlimmer treffen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Dann machen wir das noch hier. Zack. Und ja. Genau. Soll ich mir ein bisschen Erde mitnehmen? Ich habe ja noch Erde. Ich muss hier rum. Okay, ich gehe mal schnell zum Boot. So, hier haben wir das gute Ding. Und dann fahren wir schnell noch zu unserer Insel nach Hause, weil so einfach... Ja, in dem öffentlichen Raum zu leben, finde ich jetzt nicht so toll. Und es wird auch schon wieder dunkel. Dann hoffen wir mal, dass wir mal vor der Dunkelheit dort sind, bevor da irgendwie welche Monster wieder spawnen. Obwohl, die ist mittlerweile gut ausgeleuchtet, das sollte klappen. Und dann übernachte mal wieder in unserer kleinen Inselhütte, ne? So ist das halt. Aber ich finde es immer schön, nach Hause zu fahren, weil das irgendwie außerhalb zu übernachten, das... Nee, warum baue ich mir dann ein Haus? Wenn wir auf Reise gehen, nehmen wir natürlich ein Reisebett mit. Aber für den letzten Zeitpunkt sind wir in unserer Bude. Wir können hier das Bett hin platzieren. Also das gemacht dafür. So, pam, gehen schlafen. Und somit möchte ich diese Folge dann auch beenden. Also ich persönlich fand es sehr schön und genau das hoffe ich auch bei euch, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen erkundigt. Wir haben jetzt Lebensmittel, war noch nicht sehr viel, aber es wird mit der Zeit immer mehr werden. Wir haben die ersten Setzlinge, das finde ich auch richtig gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Vielfalt dran und gucken mal, was wir dann in der nächsten Folge so machen. Direkt mal vorneweg, kleiner Spoiler, wir werden in diese Höhle gehen, weil wir brauchen Erze. Weil immer ohne Rüstung laufen? Geht nicht. Also somit, ich bin raus, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.